herzlich willkommen am Liechtenstein-Stand der Frankfurter Buchmesse 2016. Heute freue ich mich, einen jungen liechtensteinischen Autor hier begrüßen zu dürfen, Anton Beck. Er ist 20 Jahre und hat gerade seinen Debütroman Hashtag Jugend veröffentlicht. Es ist ein ganz wilder und jugendlicher Text und ich freue mich, mit ihm jetzt gleich ein Gespräch führen zu dürfen. Im Anschluss wird er uns ein Stück aus seinem Buch vorlesen. Anton Beck, herzlich willkommen noch einmal hier am Liechtenstein-Stand der Frankfurter Buchmesse. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Wir sehen uns heute hier das erste Mal. Ja. Und der Grund ist ein Buch, Hashtag Jugend, ein neuer Roman von Anton Beck, der in diesem Jahr erschienen ist beim Liechtensteinischen Funeck Verlag. Wie fühlt sich das an, so das erste Mal sein eigenes Buch so in der Hand zu haben? Also als mich der Verleger angerufen hat, dass es hier ist, bin ich gleich zu ihm gefahren und war schon ein cooles Gefühl. Also es ist was ganz anderes, wenn man es auf dem Laptop hat oder in der Hand hat. Das ist schon cool. In diesem Buch geht es um Jugendliche. Die Hauptprotagonistin ist eine junge Dänin. Ja. Man bekommt vieles mit, wie es jungen Leuten geht, die im Studentenalter sind. Man bekommt auch viel Kritik mit an der etablierten Welt. Ist es ein Protest, den du damit auch eine Stimme geben wolltest? Ja, in einer gewissen Hinsicht schon. Ich glaube, wir machen uns es oft zu bequem irgendwie und nehmen die Dinge so, wie sie sind, und die heutige Jugend akzeptiert die Dinge, wie sie die Erwachsenen geschaffen hat. Und ab und zu vermisse ich da bei der Jugend etwas, die Jugend zum Beispiel von der Hippie-Generation oder so weiter, die hat noch was bewegen wollen und die hat noch Dinge ändern wollen, aber die heutigen Jugendlichen laufen jetzt schon rum wie zukünftige Bankmanager oder so. Und da finde ich, irgendwie geht die Zeit verloren, in der man jung sein darf und sich über Dinge aufregen darf. Was auch drinnen vorkommt, ist der Wunsch, verstanden zu werden und auch der Wunsch zu verstehen. An einer Stelle ist es das Motorrad, das mehr oder weniger noch der einzige ist oder das einzige, was die Hauptprotagonistin versteht. Ist das ein Thema, das man so generell orten kann bei jungen Menschen? Ich glaube, es ist immer schwierig, wenn ich für eine ganze Generation spreche, das will ich mir nicht anmaßen. Aber ich glaube, man hat als Jugendlicher, die Welt liegt vor einem und man versucht sich irgendwie da zu platzieren. Und das kann oft schwierig sein. Und dann hat man die Freunde, die einem stützen, und die Eltern. Aber es gibt immer wieder Momente, wo man sich einsam fühlt oder deplatziert. Und dann ist es schwierig, mit dem umzugehen. Und das Motorrad bietet dann irgendwie die Möglichkeit, eine Flucht zu begehen in dem Sinn. Und die Möglichkeit, die immer offen ist. Du bist also selbst auch ein Motorradfahrer? Ja, das kommt von meinem Vater, der fährt schon seit er 18 ist. Mhm. Und mein Großvater ist auch schon mit dem Motorrad gefahren. Also der hatte noch, bevor er ein Auto hatte, war, glaube ich, mit dem Motorrad unterwegs. Und das ist so, seit den frühesten Kindheitserinnerungen sind da Motorräder mit dabei. Also man hat immer was zu reden, wenn es über Motorräder geht. Das bringt mich auf das Thema der Sprache der Jugend. Ja. In dem Roman sind sehr poetische Elemente, eine wunderschöne Sprache, wechseln sich abrupt ab mit einer ziemlich knalligen Sprache der Jugend. Also die Protagonistin spricht da nicht von meiner Gesundheit, sondern was geht dich meine Scheißgesundheit an. Willst du damit etwas wiedergeben, was dir auch begegnet mit vielen Jugendlichen? Ja, es ist so, ich interessiere mich schon lange für Literatur und ich finde, dass sie in vielen Dingen einfach zu brav ist irgendwie. Fast jedes Buch, das erscheint, ist so hochphilosophisch und nett geschrieben, und irgendwie fehlt mir da das Trashige, dem wir im Alltag begegnen.
weil wenn wir unterwegs sind, sehen wir viele schreckliche Dinge. Und die einfach auszublenden ist falsch, weil dann berührt einem das Gute nicht mehr. Wenn es nur alles blöd und alles scheiße wäre, wäre es ja auch nicht gut. Und das Buch heißt ja auch Hashtag Jugend, also dieses Rautezeichen. Ja. Das ist ein Element, das in unserer Zeit besonders stark spürbar ist, dass die Sprache verkürzt wird auf diese, wie viele Zeichen sind es, wenn man twittert? 40 oder so etwas? Ich benutze Twitter nur passiv, ehrlich gesagt, aber auf Instagram und Facebook. Ja. Das kommt daher, ich glaube, in den letzten 5 Jahren ist ganz ein starker Wandel, was soziale Medien angeht, passiert. Und die Literatur hat das irgendwie meiner Meinung nach zu schwach mitbekommen. Also die sind da immer noch in Sätzen, die 1980 irgendwie geschrieben wurden. Und eigentlich, wenn Jugendliche schreiben, ob auf dem Handy oder auf sozialen Netzwerken, sind diese Hashtags oder die Groß-Kleinschreibung, Anglizismen, das sind alles Dinge, die komplett präsent sind, aber die Literatur zu stark ausblendet irgendwie. Ist das einer der Gründe, warum du überhaupt zum Schreiben gekommen bist? Wie bist du zum Schreiben gekommen? Also ursprünglich aus Liebeskummer. Ich war im Gymnasium und war verliebt. Und zu der Zeit haben wir gerade auch noch den Werther gelesen von Goethe. Und ich habe, wie das so ist, man liest immer gerade das, was die eigene Lebenssituation irgendwie betrifft. Und da dachte ich, es ist eigentlich faszinierend, was dieser Goethe gemacht hat als Jugendlicher, der sich gegen die Elterngeneration auflehnt. Und damals ging Revolution noch mit Literatur. Und da habe ich mir gedacht, und die heutige Jugend ist eigentlich literarisch komplett untervertreten. Also es wäre noch interessant, wenn man ein Kulturgut der Jugend oder meiner Generation zeigen müsste, wäre es wahrscheinlich ein Justin Bieber-Video, was ich wirklich nicht hoffe. Das ist da fällt mir jetzt eine Parallele auf, wenn hier schon die Leiden des jungen Werther zitiert werden, und das ist dieser Gedanke, sterben zu wollen. Ist das etwas, was einem immer wieder begegnet im Kontakt mit anderen Jugendlichen? Oder? Ja, wie gesagt, ich kann da schwer für andere sprechen, aber ich glaube, es ist einfach etwas, dass es gibt irgendwie immer so Momente, wo es einem wirklich gut geht und solche, wo es einem schlecht geht. Aber ich glaube, schlussendlich geht es darum, das an dem Guten festzuhalten. Und ich weiß, das Buch kommt in sehr vielen Momenten sehr karg rüber und sehr, alles ist schlecht und alles ist scheiße. Aber grundsätzlich gibt es auch die Passagen, die mir eigentlich fast wichtiger sind. Dass es schön ist, am Leben zu sein und dass es schön ist, am Morgen aufstehen zu können. In einem Land zu leben, in dem kein Krieg herrscht, dass man eigentlich alles hat, was man braucht und dass man dankbar dafür ist. Ich glaube, wir sehen zu oft die negativen Seiten. Und jetzt ist das Buch, habe ich vor einem Jahr geschrieben. Und in dem Jahr, muss ich sagen, hat sich bei mir persönlich auch viel getan. Momentan bin ich ich sehe momentan viel positiver ins Leben hinein. Ich schreibe auch momentan an einem Roman, der sich auf das Positive fokussiert, wo nicht immer pures Bashing passieren muss. Und dann ist dann auch noch erwähnt in dem Buch diese Neugier. Die Neugier, dass etwas noch nicht fertig erklärt ist, dass man noch besser verstehen möchte, vollendeter verstehen möchte. Kannst du etwas über diese Kraft sagen? Ja, also ich finde, das ist einfach eine der essentiellsten, etwas vom Essentiellsten, das die Menschheit ausmacht in dem Sinn, weil angenommen wir wären im 18. Jahrhundert oder so weiter, dann hätten wir extreme Zahnschmerzen, nehme ich mal an. Und wir sind eigentlich froh, dass wir es ist wunderschön, dass wir in einer Zeit leben, in der ich in Liechtenstein aufstehen kann und zum Zahnarzt fahren kann, wenn es mir wehtut. Und wenn da nicht Leute neugierig gewesen wären, wie funktioniert das mit den Zähnen und mit den Nerven, dann würden wir immer noch an so banalen Dingen scheitern eigentlich. Und schlussendlich wissen wir immer noch nicht als Menschen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Und wenn wir nicht neugierig bleiben, verbessern wir unsere Situation nicht, glaube ich.
Also wir müssen, um das Leiden zu mindern, braucht es irgendwie Neugier in dem Sinne. Es ist ein ganz spannender, ein ganz dynamischer Debütroman. Man kann nur dazu gratulieren. Danke. Damit bist du in der Literaturszene von Liechtenstein absolut angekommen. Ist das etwas, was auch eine Rolle spielt, dass es eine lebendige Literaturszene gibt im Land? Also ich habe da ehrlich gesagt meistens Kontakt mit Armin Öri, der das Buch lektoriert hat. Und mit ihm komme ich wirklich gut aus. Aber ansonsten bin ich, ich weiß nicht, ich finde diese, die Dinge in Szenen zu fassen, schließt immer Leute aus. Und das will ich eigentlich nicht. Ich sehe mich selber auch nicht als Teil der Literaturszene. Ich bin mehr einfach ein Junge, der gerne Bücher schreibt. Aber ich habe auch tausend andere Interessen. Also ich glaube nicht, dass man da zu stark Grenzen setzen darf und sagt, du bist in der Literaturszene und du nicht. Und das wäre nicht gut. Schlussendlich sollte man eine Gemeinschaft schaffen in vielen Dingen. Das ist immer die friedlichere Lösung. Wir werden noch ein Stück hören, jetzt in einer kurzen Lesung. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Ich danke schon jetzt sehr herzlich dafür, dass wir dieses Gespräch führen konnten und dass wir auch diese kurze Lesung hören. Und viel Erfolg mit dem Roman und dann auch mit dem nächsten Roman. Ja, danke schön. Danke. Alles Gute. Ja, danke. Weil immer gesagt wird, wie prüde und wie kaputt mein Buch sei und weil die Protagonisten angeblich alles scheiße finden, lese ich jetzt ein Kapitel vor, das ein bisschen friedlicher ist und auf das Schöne abzielt. Und das ist Kapitel 3 und das heißt Cinnamon. Die schönste Zeit des Jahres zeigt sich für mich immer durch das Fallen des Schnees, das Sinken der Temperaturen, das romantische Beleuchten der Straßen und das Auflegen meiner Milo Silo zur Vinylscheibe. Meine Mutter backt Kekse, ich helfe ihr dabei. Und dann verkrieche ich mich unter der rot-weißen Decke mit den Sternen drauf. Ganz schön kitschig, aber ich mag das. Ich denke dann einfach über einige Dinge nach, wie etwa, dass sich meine Stimmung stetig ändert. Oder ich sinniere über das Phänomen unserer Zeit, dass es von jeder Kunstform so viele verschiedene gibt und somit auch jeder diverse Einflüsse hat. Man hört nicht mehr nur noch Rap, nur noch Pop, sondern die Playlist ist voll von allem und jeder Song gibt mir ein anderes Gefühl. Aber zu dieser besonderen Zeit ist es einfach dieses innige Dasein, dieses klare Unklare, die sichere Melancholie, die mich dem näher bringt, was mich nährt. Dann rege ich mich nicht über all den Mist auf, der so passiert. Lasse mich nicht schon morgens von den Erwachsenen im TV herunterziehen, sondern setze meine Mütze auf, die rote, die mir Mom geschenkt hat, und gehe in die Konditorei. Ich mag das Süße, das wir herstellen. Es hat etwas Prickelndes. Der abstrakte Gedanke daran versetzt mich in jeden Zustand, den ich auch habe, wenn ich mich betrinke oder eine rauche, obwohl ich meiner Mom versprochen habe, das nie zu tun. Ich bin jetzt 21 und weiß noch nicht viel vom Leben. Wenig von der Liebe und schon gar nichts von der Zukunft. Man könnte fast schon sagen, dass es mich manchmal erstaunt, wie einige meiner Generation schon mit 15 als weltumworbene YouTuber die Menschheit mit Gesangscovern oder Reden oder was weiß ich unterhalten. Ich weiß nicht, ob ich den Planeten verändern werde. Glaube eher nicht. Vielleicht wird man meinen Namen schon bald nach meinem Tod vergessen haben. Aber keine Ahnung, ob mir das wirklich wichtig ist. Im Sommer ist es anders. Dann werde ich fast depressiv, wenn ich an den ganzen Scheiß denke. An das, was kommt, wenn ich mal weg bin. Und daran, ob mein schon betagter Großvater wohl genauso viel Angst vor dem Tod hat wie ich. Ob er noch oft Weihnachten mit uns feiern kann. Und ob irgendwas von der Alien haben uns erschaffen Theorie, von der ich gelesen habe, wahr ist. Manchmal wird mir das alles zu viel. Das Ganze, ich muss etwas kreieren und mich selber zu etwas entwickeln, das der Welt bleibt. Mir scheint, als ob jede, die nicht Model oder Sängerin oder Designerin oder was ich was werden will, die noch nicht weiß, was kommen soll und das für den Moment okay findet, schief angeschaut wird. Vielleicht ist Weihnachten genau darum so schön. Hashtag a Hopeful Transmission. Das ist übrigens ein guter Coldplay-Song. Hopeful Transmission, wirklich hören. Weil es um Besinnung geht. Darum, dass letzten Endes jeder gehen muss. Naja, man kann sich dann beruhigen, daran denken, wie die Menschen um Hilfe baten, sich in ihrer Ratlosigkeit an die Religion wandten. Solange es nicht extrem ist, verstehe ich das. Ich bete auch.
für die, die ich wirklich liebe, aber nicht die Sprüchlein, die ein Priester, Rabbi oder Imam uns beibringt. Nein, ich schaue dann einfach in den Sternenhimmel und atme durch. Fühle, was meinen Körper durchwandert. Die Luft, die Kälte, eine Art Schweben in einer dunklen Galaxie, voller punktierter Farben. Ich lasse mich fallen und gleite an Raum und Zeit vorbei. Ich fühle und denke oder spreche nicht. Warum sollte eine höhere Macht es auch nötig haben, von seinem kleinen Menschlein wie mir angebetet zu werden? Wenn es etwas Göttliches gibt, so ist es sicherlich kein Richter, der ausgrenzt oder Dinge verlangt, der Bauwerke will, der Regeln aufstellt, der belohnt oder bestraft. Kein Er und keine Sie. Nichts Personifiziertes, sondern eher jene Art von Sphäre, die mich zu sich zieht, wenn das Lächeln meiner Mutter mich anstrahlt. Wenn ich bei der Fahrt in die Sommerferien an ihre Schulter gelehnt einschlafe. Wenn ich mich mit ihr streite und dann im nächsten Moment alles vergessen ist. Ja, dafür bin ich dankbar. Ich bin oft traurig, selten glücklich, aber immer dankbar. Dafür, dass ich existiere. Dass ich atmen und fühlen kann. Dass ich gehen, sehen und hören kann. Dass ich in einem Land lebe, in dem kein Krieg tobt. In dem ich nicht zu verhungern brauche, weil es nicht selbstverständlich ist. Dankbar dafür, welche Möglichkeiten die westliche freie Welt bietet. Dankbar, dass ich Mom habe. Dass ich meine Schwester habe. In diesem Moment bekomme ich meinen Glauben an die Menschheit wieder zu fassen. Denn seien wir ehrlich, wer durch den Tag geht, sieht ganz viel Scheiß. Das stimmt sogar. Dann denke ich mir, wie naiv bist du, dass du ein moralischer Mensch sein willst in dieser kalten Welt. Und ich halte inne, laufe unter den leuchtenden Dekorationen nach Hause und sehe meine Mutter, meine Schwester bei den Hausaufgaben helfen. Weil es schöner ist, zu lieben, als zu hassen. Das finde ich ganz einen wichtigen Satz, möchte ich nochmal wiederholen. Weil es schöner ist, zu lieben, als zu hassen. Und weil mein Herz zerspringen würde, wenn ich eines Tages kalt und rational werde. Hoffentlich bin ich das noch nicht. Mein Name ist Samantha Norick. Aber wenn ich freitags mit meinen Freundinnen unterwegs bin, wir uns in diesem kleinen Dorf irgendwo am Arsch von England in der Dunkelheit betrinken, rumfahren, mein altes abgefucktes Auto mit dem nach Zimt duftenden Rauchfilm und den Träumen an der Realität zu verzweifeln scheinen, gleichzeitig aber den ganzen Mist vergessen, dann nennt man mich Cinnamon. Ich lasse jetzt mal offen, wie viel Autobiografisches dahinter steckt, mit dem Betrinken und so, aber ja. Merles Gesicht erhellte sich im Schein des Lichtstrahls und wandte sich ihm sogleich zu. Es war ein betagter Mann, der sie beschien, der durch die Dunkelheit wartete und das bleiche Mädchen mit den unzähligen Piercings und dem rabenschwarzen Haar zu finden vermochte. Komm raus! Was machst du hier? Wer sind sie? Wer bist du? Er trug sogar eine verschissene Flinte bei sich, wie unkonventionell. Also es ist jetzt eine andere Protagonistin, die erzählt, falls irgendjemand verwirrt ist oder so. Wie sich herausstellte, war er, Jakob, ein Pensionär aus dem Dorf, verwitwet, trug diese Golfmütze im jiddischen Design, ein ausgebleichtes Hemd und rieb sich die Zähne aneinander, bloß besorgt. Meinte, man könne niemandem mehr trauen, müsse vielmehr ständig vorsichtig sein. Er lud sie zu sich nach Hause ein, wie nett. Wenn sogar so ein braves Mädchen wie Sophia sterben musste, heißt es, dass mit dieser Welt endgültig was vorbei ist. Ihr Handy vibrierte, zeigte die Fotos, die sie vor einem Jahr oder so gemacht hatte. Etwa mit Sarah, etwa wie Sada mit der Zunge die Lazerne küsste, weil Merle behauptete, dass sie sich eh nicht trauen würde. Und schaltete dann einfach ab. Eigentlich war es gar nicht so alt, viel zu neu, um schon einen Softwarefehler zu haben. Werf das Ding weg, Mädchen. Den kannst du auch nicht mehr trauen. Aber das ist wohl heute so. Hm? Früher tauten wir alles, um ja nichts von uns preiszugeben. Und heute wissen die alles. Aber wenn dich jemand tötet, dann hat's niemand gesehen. Ja, so reden sie, die Alten. Das mit Sophia Janssen hat sie wohl ziemlich mitgenommen. Hm? Der Schwarztee, an dem er nippte, belebte seine Lippen. Man sah regelrecht, wie die einzelnen Blutgefäße von ausstrahlender Wärme angezogen wurden. Ihre Haut war noch immer kalt. Wen nicht? Ich meine, sie kam hier aus dem Dorf. Man sah sie praktisch jeden Tag die Straße runtergehen. Logisch beschäftigt es einen, wenn sie... Sie sollten sich nicht allzu viele Gedanken machen. Die Polizei findet den schon. Man hat ja diesen Tatverdächtigen. Das ist doch allen egal.
In der Stadt sterben jeden Tag Menschen. Manche verschwinden, andere tauchen wieder auf. Niemand interessiert sich hier langfristig für einen. Das Wort ist so still. Übrigens, was hast du denn im Wald gesucht? Ihre Pupillen weiteten sich, wurden rot, blau, grün, schwarz, fokussierten sich auf ihre Hände. Ihr Smartphone schaltete sich wieder ein und vibrierte. Ich konnte nicht schlafen. Und da besuchst du einen Wald, in dem jemand ermordet wurde? Ich glaube, das ist der Grund für meine Schlaflosigkeit. Dann lern besser damit umzugehen, Mädchen. Sophia wird dir nicht helfen können. Was ist eigentlich mit ihrer Familie? Wohnt die hier? Er schien etwas Zeit zu brauchen, um seine Gedanken in Worte zu fassen. Ob das wohl im Alter so üblich ist? Nicht mehr. Sie sind umgezogen. Aber das war schon vor all dem geplant. Und wohin? Man merkte, dass ihm einige Vokale entfallen waren. Berlin. Sophia Janssen war 1,69 groß, 20 Jahre alt und ging in eine kaufmännische Hochschule in Esbjerg. Schau dir ihr Insta-Profil an. Eine Bloggerin über Fitness und Healthy Food. Das Gesicht so rundlich, die Haare gefärbt, aber irgendwie auch natürlich. Das Leben, das sie führte, gefiel ihr. War unvergleichbar umwoben von dem kommunikativen Alltag und so verschoben von Träumen und einer Weltreise oder einer Hochzeit mit einem Gatten, der sich durch die ganze Oberfläche kämpfen würde, um das zu lieben, was sie war. Eine junge Frau, die vorgab, schon alles zu kennen. Das Merkwürdige an ihrem Tod war, dass man zwar eine Leiche fand, eine im Wald liegende Person, aber es gab keinen Grund, keine Anzeichen von Gewalt, kein Tumor, nichts. Ihr Herz hatte einfach aufgehört zu schlagen. Und trotzdem war man überzeugt davon, dass es ein Mord war. Denn das unbegründete Sterben einer gesunden 20-Jährigen einfach hinzunehmen, fand niemand ausreichend befriedigend. Merles Hinweis bot auch einen Tenor. Er gab das Ganze immer noch keinen Sinn. Die Proteste in Prag waren vorauszuahnen. Die ganze Affäre um den Verlust der politischen Authentizität hatte sich mit den Jahren hochgeschaukelt. Banken, die zockten, Computer, die dachten, Politiker, die nicht hörten oder aber die Wut der Leute auf ein falsches Ziel bündelten. Komisch, mein Smartphone schaltet sich schon wieder einfach ab. Wenn ich auf meinem Bike durch die Nacht fahre, sehe ich diese neonfarbenen Streifen. Diese lebende und manchmal mit mir sprechende Etwas, das eine Spur bildet und zeigt, wo ich war und wo ich sein werde. Als wäre ich umgeben von Wellen, die mich orten und meinen Pulsschlag nach außen tragen, um selbst die mutigsten aller Nachttiere zu verscheuchen. Ich frage mich dann auch nicht, warum Menschen wie Justin Bieber berühmt sind, obwohl ich mich das eigentlich ziemlich häufig frage, um ehrlich zu sein. Ich denke dann nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Und hier geht's weiter und ihr könnt das selber lesen oder auch nicht, wie ihr wollt. Aber auf jeden Fall Coldplay hören, Milo Silotto. Das ist ein wirklich gutes Album.